He just wants to get past his teammates, which he does. No, he's going to puncture. They made contact. So, liebe Freunde des gepflegten Simracing, einen wunderschönen guten Sonntagabend. Es sind schon wieder zwei Wochen vorbei und wir sind wieder live heute für euch, und zwar bei unserem Ligarennen in Japan in Suzuka mit der F1 Online Liga Xbox Version wieder. Wie gesagt, das wisst ihr ja, wir fahren da bis zum Ende des Jahres noch, oder Ende der Saison, die im Juni vorbei ist oder Mitte Juli vorbei ist, fahren wir noch in der Xbox und dann gehen wir erst in die PC-Version. Also wie gesagt, heute wieder auf der Xbox unterwegs und ja, mit dabei auch wieder wie jedes Mal der Hufi Dan. Servus Hufi Dan. Servus Wegmatsch. Servus, servus. Ja, Japan, na, Strecke irgendwie. Also ich finde sie mega, rein von der Streckendynamik her, rein von der Strecke selber her, finde ich es echt geil, macht riesen Laune. Aber sehr, sehr, ja, gefährlich auch, ne? Und anspruchsvoll, ja. Weil du kommst einmal in den S's irgendwie raus, dann mit meinem Setup zumindest, bin ich da ratzfatz irgendwie, stehe ich da quer, ne? Von dem her, ja, müssen wir heute ein bisschen schauen, dass wir langsam tun, kontrolliert tun, aber irgendwie versuchen, was zu reisen, ne? Genau. Wird spannend, auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall. Denke ich, ja. So, geht's los. Vorbereitung. Wir sind heute 12 Fahrer. Also sehr kleines Fahrerfeld. Das heißt, ins Q2 kommt jeder. Hatten wir ausgewogen oder weicher? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal weicher, glaube ich. Oder? Ja, ich auch, ja. Ich auch. Oder nehme ich ausgewogen? Nee, ich nehme weicher. Ja, sehr kleines Fahrerfeld mit 12 Fahrern heute. Normalerweise sind wir zumindest 16. Aber haben heute ein paar Absagen. Klar, Pfingstwochenende sind die einen oder anderen bei Familie. Genau, deshalb heute ein bisschen kleineres Fahrerfeld wie beim letzten Mal auch schon. Das heißt, jeder kommt ins Q2. Jetzt heißt es halt einfach nur Einführungsrunde fahren, Zeit setzen und dann irgendwie versuchen, das Auto nicht zusammenzuladen, weil sonst war es auch mit Q2. Ne? Genau. Aber werden wir hinkriegen, hoffe ich. Ich gehe auch davon aus. Ja. Jetzt muss ich mein Setup vom PC noch schnell mit übernehmen. Ja, macht Sinn, ne? Ja. Bist aufgeregt schon wieder? Ja. Ich auch. Mega, schon wieder. Ist echt herrlich. Also ich habe es vorhin schon mal so nebenbei angedeutet, ich komme vor wie beim ersten Date, so alle zwei Wochen erstes Date, ne? Ah, ehrlich, echt. So. Schauen wir da mal, was da los ist. Oder Einstellungen. Dann mal laden. Jetzt brauche ich mein Handy. Sonst ist das nichts mit Setup, aber vielleicht passt es sogar, was ich da mal eingegeben habe. Japan. Ah, haben wir schon mal aufs Wetter geschaut eigentlich, oder? Nee, ich noch nicht. Ja, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich auch nicht. Scheiße, echt. Ah. So. 3,8 haben wir da. Ich habe 3,7. 50 zu 5,1,9,9,5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 ,9,
nochmal 1:1 so übernommen. Okay. Ja. Ist cool. So, wollen wir das Wetter jetzt wissen oder eher nicht so? Ja, schieß mal los. Ach, guter Himmel, na warte mal. Also Sonne im Qualifying und gut im Regen, im Rennen. Heieiei, das wäre auch schon mal wieder mega, ne? Gutes Wetter? Gutes Wetter? Ja, ja. Yes! Also Qualifying durchgängig Sonne und warte. Also strahlender Sonnenschein im Qualifying. Ja, und im Rennen ein bisschen bewölkt ab der 45. Minute, aber alles trocken. Optimal. Sehe ich ähnlich. So.
Strecke ist natürlich bekannt für die legendären Fights zwischen Ayrton Senna und Alain Prost. Ja, zum Beispiel auch die Crashes 1989 und 1988, bin ich der Meinung. 1988, 1989 und 1990. 1990 bekannt für die Szene natürlich Alain Prost in die erste Kurve bei Ayrton Senna rein, wo beide ja, das Auto stehen gelassen haben. In dem Kiesbett bei der ersten Kurve. Und natürlich auch um das legendäre Überholmanöver von Fernando Alonso an Michael Schumacher durch die 130R, da wo Frankfurt gerade durchgefahren ist, wo er wo Fernando Alonso 2006 außenrum an Michael Schumacher vorbei ist, in der 130R. Ja, ich bin mal raus, ich fahr mal raus. Okay, ich bin gleich wieder da, gell? Gut, bis gleich. Bis gleich. So. Schauen wir mal, ist der funktioniert heute oder auch nicht. Ja, das ist schon wieder Kuchen, was das? Aber gut, kann man nichts machen. Wir wissen ja, dass wir nur 12 Leute sind. Genau. Oh, da kommt noch ein bisschen den Weg von Frankfurt einfach hoch und haben sich berührt. Wird das eventuell eine Strafe geben? Bin Fastlap. Bin Fastlap. Okay. Ah, gedreht. Oh. Schade, schade. Aber ist wurscht, geht um nichts. Ne? Ich fahre die zu Ende auch, wenn ich die Zeit habe. Genau. Wird natürlich halt keine Bestzeit jetzt wirklich. Also wurscht, egal. Ah, es ist eine Umstellung, jedes Mal sage ich das, ist krass. Echt auf die Xbox. Wirklich krass, ist verrückt. Verrückt mit dem Lenkrad, ernsthaft, ist echt heftig. Bei der Xbox meinst du? Ja, ja. Zum PC, Traktion. Ja, ist verrückt. Ja. Okay.
29, ja. Weiter. Ja, war mir nix, na? Jetzt der Versuch. Probier's auch mal. Ja, das ist die Tüte. Wow. War auch nix. Uiuiui, ja. Nix gescheit. Aber was kaputt, oder? Nee, nix. Alles gut, okay. Stark, ey. Boah, es leckt auch stark. Leck mich am Arm, ey. Was machen die? Black hat zwischen die schnellste Zeit gesetzt, das habe ich gar nicht mitbekommen. 1,29,1, das ist 4 Zehntel schneller als Frankfurt Driver. Fast genau 4 Zehntel. Kann man schaffen, also da hat man schon im Training mal 1,28,7 oder was. Ja, das stimmt. Ja. Glaube ich, oder? Nee. Ja, doch. Nee. Im Training? Doch. Nee. Ja. Nee, nicht im Training, im Qualifying. Ach so. Hatten wir eins bei unserem Trainingsrennen, das wir gefahren sind, da haben wir Qualifying gemacht, 1,28 irgendwas, aber der Westvibe auch, leckt mich fett, hey, was ist denn mit denen? Jetzt werde ich auch nochmal probieren. Ich fahre nochmal raus, ne, es ist zwar mit denselben Reifen, aber jetzt will ich schon wissen, ne? Ich ja. Ne, ich warte nur wegen 7 Minuten. Warte nur wegen. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch Alter, raus. Scheiße. Das ist eine Umstellung. Das ist verrückt, ne? Der Grip halt, ne? Bitte? Der Grip halt, ne? Das ist verrückt. Ja. Ich fahre nochmal raus. Mit den alten Reifen. Wetter, die war scheiße. Gut gemacht. Was bist du denn gefahren? Als 29,0. Vorsicht, komm. Ja. Thank you.
Sehr schön. Scheiße. Welcher den Unterschied zwischen PC und Xbox, das ist, du merkst nicht. Also da geht auf jeden Fall ganz viel noch. Bei dir ja auch. Weißt du nochmal? Das soll überhaupt nicht großkotz, ich klinge, ich habe die letzte Kurve verkackt. Ich kann es scheiße bei mir nur bestätigen und es soll auch letzten S ist, weißt schon, die letzte Kurve halt, diese S-Kurve da. Ja. Scheiße, bin ich viel zu weit rausgekommen, muss die innen nehmen quasi, ne? Okay. Ja, aber gut. Aber da geht auf jeden Fall viel jetzt nicht gekostet, glaube ich. Also vielleicht der Zehntel, wenn es nur gebracht hätte, zwei. Gut, jetzt wissen wir aber natürlich nicht, wie die anderen jetzt gerade aktuell fahren. Ob ja, die klar. Jetzt hier so, ne? Schon aufs Ganze gehen oder eben noch nicht. Das ja, vielleicht fahren die gechillt, ne? Vielleicht ist das denen hier auf Mager, ihr Auslauf. Genau, Mager, so ey, ich brauche ein bisschen Zeit. Ich setze ein bisschen Zeit. So, weshalb fährt ihr dann in die Box rein? Also einige Fahrer haben das hier so als, ja, als eine Art Abschlusstraining benutzt, weil da sind doch schon echt viele Runden gefahren. Gerade Frankfurt Körper, der ist jetzt schon auf seiner sechsten Runde. Der Wegmann, der auch schon auf seiner vierten ist. Ja, ja, immer. Ja. Der Luca Toni. Oder eine Stange Zigaretten rauchen. Ja, genau. Oh, Qualifying soll es zu regnen. Q3. Wann? Wo? Q3. Was? Wann? Ganz am Schluss, plus 45. Echt jetzt? Ja. Von strahlendem Sonnenschein auf Regen? Ja. Hätte ich mir lieber Schauer sollen, ne? Ja, das heißt, wir müssen zackig raus dann.
Nicht weiter drücken, gell? Mal vergessen. Nee, nee, ja, ja. Ja, jetzt schaue ich mir nochmal das Wetter an. In 10 Minuten soll es schon bewölkt sein. Okay. In 15 Minuten auch. Ja, ich fahr mal raus jetzt. In den 30 Minuten soll es eben regnen. Scheiße. Also wenn wir Glück haben, dann kommen wir noch eine schnelle Runde. Ja, glaube ich nicht. Ja, der Chef sagt gerade 15 Minuten soll es regnen. Ich werde ein wenig Sprit mitnehmen. Das ist so eine Umstellung, ey, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich, ja. So, Wigmar geht hier jetzt auf seine schnelle Runde. Jeden Moment. Nur durch die Schikane in die letzte Kurve rein. So, und jetzt ist er auf seiner schnellen Runde. Sehr schönes Helmdesign. Sehr schöne Kameraansicht. Oh, hat einen leichten Querschirm gehabt. Wieder quer gestanden hier. Spitzkehre, Mensch. Durch die letzte Kurve und das war eine Runde in Suzuka. 1.28.9. Schon eine starke Runde, selbst mit dem kleinen Quersteher, aber ich glaube, damit ist der Wigmar nicht zufrieden. Er wird da versuchen, wird er verärgermäßig sein und wird bestimmt nochmal rausfahren. Thank you.
Boah, scheiße. Spitzke auch komplett quer gerutscht. Ich stand da, wie gesagt, voll quer in der Spitzkehle. So, jetzt verabschiede mich mal kurz aus dem Stream. Bin gleich wieder da. Gleich. Benzin für eine Runde. Etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. Das Runde ist leider ungültig und hat auch gerade sein Teamkollegen vor sich. Als Verkehr will niemand gerne sein, aber die Runde ist ungültig. Und der McLaren von Fliss, der kommt jetzt immer näher. In den geraden Strecken ist es immer noch ganz gut. Da kommen wir noch ein bisschen Windschatten, aber die Kurven ist dann ein bisschen doof. Dann hat man Untersteuern und Übersteuern und man ist allgemein langsamer einfach. Ja, mit dem Dirty Air. Okay. Oh, eine 1,29,417. Das ist damit bisher der schnellste auf dem Mediums. Sorry. 1,28,0. Super, mega. Oh, jetzt bin ich aber im gegen den Treibstoffmodus. Okay. Jetzt fahre ich nochmal raus, so just for fun. Wenn du dieselben Reifen, aber. Naja, dieselben Reifen nehme ich nicht, wenn ich nehme neue. Dann würde ich an deiner ich Stelle. Ich habe erst zwei Sätze verbraucht. Ich weiß nicht. Also ich fahre immer raus. Ich werde jetzt nochmal aufs Toilettchen gehen. Okay. Und dann, ja, gut, bin ich gleich wieder da. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Ja, 10 Minuten, 15 Minuten. Regen, das wird nichts. Das ist Regen im Q3. Definitiv. Das Black ist auch noch auf einer Runde. Mit den Mediums.
1:29.691. Das geht, glaube ich, noch besser. Dann wird der nicht zu früh sein. Sie eingrooven einfach, da geht es jetzt weniger darum, weiterzukommen. Ich glaube, in Q3 wäre ich soweit sicher. Aber einfach mal. Weil es wirklich eine Umstellung ist ohne Ende. Von PC auf Xbox. Da hat sich der Westwald gedreht. Ich hoffe, der hat keinen Schaden. Black. Genau, der fährt nochmal. Das war klar. Der versucht sich hier in Q2 die Schnellzone zu holen noch. Ja, es war nicht schneller. Ja. Ach komm. Was ist denn? Meine Mokki-Runde versaut. Oh, und Westwald ist raus. Auf dem 10. Platz gewesen. Wäre bisher. Ich fährt er gerade vorbei. Nee, der ist Norden. Westwald, der wäre in Q3 gewesen, mit dem 10. Platz. Hat leider das Auto weggeschmissen. Wird nicht ins Q3 kommen. Schade. Moment, erstmal. Ja, nur sein Teamkollegen vorbeigelassen. Schauen wir direkt mal bei Pizza zu und dann bei Leonardo. Die sind beide direkt hintereinander. Beiden das da unten raus schaffen oder ob sie das Q3 nicht mit absolvieren werden. Kameraansicht. Irgendwo mit
Baum. Da ist man beide sehr schön durch die Haarnadelkurve gekommen. Oh, und Pizza kommt ein bisschen weit raus. Aber die Runde zählt noch. Gucken, ob er damit weiterkommt. Selbst mit dem Fehler. Und das wird gerade schon ziemlich dunkel. Also ich glaube wirklich, dass es gleich anfängt zu regnen. Wie Frankfurt Driver bereits schon in den Chat geschrieben hat. Danke dafür an der Stelle. So. Redoff geht auf den 9. Platz. Bretti ist leider raus. Und Leonardo auch. Noch mal verbessert. Okay, Wegmert. Wir sind auf jeden Fall schon mal gut dabei. Also angeblich laut Delta wären wir mit Mediums 0,4 langsamer als mit Softe. Das heißt, wir wären immer noch fast eine Sekunde schneller als Luca Toni. Ja. Wenn wir die Pace halten können, dann ist super. Ja. Was ist denn mit denen allen? Ah, okay. Ja, ich verstehe. Was? Bretti und Leonardo, die hätten es nicht gepackt. Von der Zeit her. Ja. Und Westvibe ist, ja, wird's zerlegt worden, schätze ich. Ne? Ja, aber da steht nicht mal DNF. Stimmt. Gute Frage. Aber ich glaube, Cobretti startet auf den gelben. Mediums. Weil er ja bereits versucht hat, in Q2 eine Runde mit denen zu setzen. Noch regnet es denn? Ich weiß, ja. Oh, ich höre halt zu viele Motoren jetzt, ne? Ja, natürlich, klar, ne? Scheiße. Ist alle die Welt, ne? Oh, jetzt trifft wieder Leute. Ja, scheiße. Das ist die Königs. Hoffentlich laden wir uns das Auto nicht zusammen, Alter. Ja, das hoffe ich auch, ja. Die Strecke ist noch nicht ganz nass, also wenn die das schaffen können, mit den Softs eine Runde zu schaffen, dann sehe ich die schon vorne. Doch definitiv die Favoriten, meiner Meinung nach. Bei dessen fährt der McLaren von Fliss auch schon raus. Oh, okay. Sie ist schon arg nass. Ja, ja. Das ist Softe. Also Grip ist nimmer. Nee. Mann. Ich glaube, das ist ein bisschen zu spät. Wenn der auf seiner schnellen Runde ist, ist die Strecke schon zu nass, um noch mit den Softs eine Runde zu setzen. Hey! Nein, diese und nächste ungültig. Scheiße. Ich denke mal, das ist immer noch schneller als mit den Intermediates. Ja, ebenfalls auf den Softs ist und auf Franco Driver. Müssen da aufpassen, dass es die da nicht weghaut. Weil das ist dann natürlich schade. Weil
dann werden sie wohl von innen starten müssen. Also sprich von 9, 8, 7, nachdem. Der ist deaktiviert, scheiße. Das war's mit meiner Mediums, mit meiner Softzeit. Ja, steht vorne rechts wieder der Reifen. So, jetzt aufpassen, nicht wegdrehen. Ah, schade. Ist immer noch alles gut. 1,44,1. Ich glaube, das ist noch schneller als mit den Intermediates. Die sind dann in die Box gezogen, um sich in der Midi zu holen. So wie Pizza, der jetzt auf seine Outlap geht und dann gleich seine schnelle Runde anfängt. Trevor, 1,43,1. Seine Sekunde schneller als Wigmat. Tega ist ungültig. Für mich hat es halt nur rausgetragen, ne? Nur rausgetragen. Ja, ja. Ach, Katastrophe, ey. Puh. Naja. Mach mich mal mit auf dich. Mit Indes. Auf mich. Ja, auf Indes. Anfang der Runde war ja noch. Anfang der Runde von den beiden war ja noch Sektor 1 relativ trocken. Wirklich nass war das erst in Sektor 2. Ein bisschen viel Körper mitgenommen. Fast weggedreht. Ungültig. Mann, ey. Ja, und Frank hat einen Weg mal versuchen es jetzt doch noch auf den Inters. Ist er das Back? Keine Ahnung. Pizza 2K ist auch vor uns.
So Regenschmach, das ist unglaublich. Ich auch. Was macht denn der, ey? Man ist 9:30. Ich versuch's nochmal, warte mal. Ja. Benzin für eine Runde. Die Bestzeit in Sektor 2. Oh, 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 oh. Das war ein böser Verbremser. Aber das ist ihm egal. Er hat eine 1,38,8. Vorne rechts wieder blockiert. Wir sind ja schon öfters passiert heute. Gerade in Q3. Und geht auf den zweiten Platz mit einer 1,39,5. Also die beiden Alpha Tauris sehen sehr stark aus. Ich nehme mein Podium nicht weg. Was für Podium? Ey, mein Podium. Ich gönne die Polen. Das ja. Hast du schon mal die Polen. Okay. Kann er Hofi dann von der Pole schubsen oder bleibt er da oben los? Bester Sektor 2. Sieht vielversprechend aus. Oh, da hat er jetzt schon kein ERS mehr.
und du darfst nicht mehr benutzen. So. Na, nur Dritter, okay. Ja, dir auch, aber ich verstehe jetzt gerade die Zeit nicht. Weil du warst ja nur eine Zehntel schneller wie ich. Ja, ich habe mich doch schon mal verbessert, deswegen habe ich das in die Jugend. Ach, jetzt gerade, oder was? Nee, vorhin halt. 1,38 bin ich gespannt. Und du 1,39,3. Ja, genau. Ja, naja, ist gut. Ist ja scheißegal, Alter. Passt. Wir sind im Regen auf Pol und Zweiter. Wie geil ist das denn? Ja, im mega. Regen. Mega, nicht weiter drücken. Ja, ich gehe jetzt noch aufs Klo, dann rauche hast ich noch du einen Discord dann... mal, hast du einen Discord im Blick? Ja, habe ich im Blick, warte mal. Start 20 Uhr, oh 7 Minuten. Okay, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, wir machen eine kurze Pause. 5 Minuten, nee, 7 Minuten, 20 Uhr geht's weiter. Sind wir bis gleich wieder da. So. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Da sind alle auf Mediums, ne? Die meisten, ja. Aber vielleicht ist das unser Vorteil. Ja. Die Mediums sind halt beständig, weißt du? Und im zweiten Stint ist es oft nicht mehr so unterlegen. Komischer. So, hier sieht man aber die Reifenstrategie. So, hier sehen wir nochmal die Reifen, auf denen die Fahrer starten. Franco Trevor, Luca Toni, Splack und Fliss. Und Mock innerhalb der Top 10 starten unter Mediums. Cobretti auf 11 ebenfalls. Wie eben schon mal vor 2 gesehen. Ich auch voll. Viel Erfolg wünsche ich dir. Hier auch. Gutes Rennen. Viel Konzentration. Ja, das brauche ich. Dir auch natürlich. Dankeschön. Ja, und dann Rock'n'Roll, ne? Wenn ihr mal weg sein sollt, denkt dran, ich habe ein Headset über den Controller laufen. Ja, klar. Klar, nicht darauf reagieren, wenn ich 10-mal Backmarch schreie. Ja. Hab ich's vergessen. So, Profi dann auf Pole, gefolgt von seinem Teamkollegen Wegmatt auf Platz 2. Können die hier für Alpha Tauri, Honda, in dem Heimrennen von Honda, ein 1-2 machen? So, und es geht los. Rechts von dir. Oben Wegmar kommt da weit raus. So, Wegmar hat bereits den Teamkollegen überholt in Kurve 1. Thank you.
an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Die beiden Alpha Tauri haben da schon eine gute Lücke aufgebaut. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Wir sind auch beide gerade gleichzeitig hintereinander in den schnellsten Runden gefahren. Erst Weg macht und dann natürlich Hofi dann hinter ihm. Weil er wieder dicht an ihm dran ist. Weil das Franco-Driver in der Box, okay. Der hat da wohl auch Flügelschaden gehabt. Ist dann auf 11 zurückgefallen, 8 Plätze nach hinten. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke, das Vorsicht, Safety Car ist draußen. Ja. Ja. Das ist jetzt doof für die beiden hier, weil die müssen natürlich das auf Safety Car aufholen, dürfen aber nicht zu schnell sein. Sonst kriegen die eine Strafe, weil die zu schnell waren wegen dem Delta. Hat Wigmat Safety Car Restarts geübt irgendwie oder macht das jetzt zum ersten Mal? Wir werden es gleich sehen. Warum ist auch wohl zu schnell? Fährt er da jetzt in die Box? Geht auf die harten Reifen oder auf die Mediums? Gerade, wir haben echt gut Zeit rausgefahren. Ja, 30 Minuten. Abmarken nicht vergessen. Jo, hab ich gerade. Ein bisschen Spritspaß. Ja, hab ich dann. Und da überholen nicht vergessen auszuschalten, das hat mich echt blöd, weil normalerweise habe ich es auf also das ist nicht One Press. Ja, Press and Hold. Ja genau, also so habe ich es am PC hier blöderweise noch nicht umgestellt und habe es jetzt echt schon ein paar Mal vergessen auszuschalten. Ja. Und wundere mich, dass jetzt mal mein IHS leer ist. Toni weg zu saugen, ne? Bitte? Wir müssen uns jetzt versuchen, wieder vom Luca Toni weg zu saugen. Ist klar, ja. Nimmst du mir halt mit, ne? Klar. Dann gucken wir uns auch kurz die Strafen an. Hier war das genau. Die restlichen 51 Runden. 49 Runden. Mathe ist nicht so meins. Ja. Das Safety Car braucht noch eine Runde. Geh ich noch auf Klo. Ja. Ich nur auf Klo. Aber pass bitte auf, gerne, dass der KI mir wieder reinfällt. Ja, ich versuche. Ich bin gleich da. Aber, ja. Wie denn, dass wir kurz die KI fahren? Ach, der Hofi
die dann einfach geradeaus fährt. Habt ihr ja auch dieses berühmte Video von Kimi Räikkönen. Ich glaube 2015 in Großbritannien war das, bei einem Safety Car. Wo alle ihre Reifen warm gemacht haben und Kimi da immer noch ganz normal geradeaus weitergefahren ist. Fast hinten reingefahren. Weiß nicht, ob die sich berührt haben. Sieht aber nicht so aus. Leonardo hat da noch seinen ganzen Flügel dran. Eine linke Hinterplate vorne im Flügel. Will, glaube ich, einfach nur vorsichtig sein, seit Vordermann nicht hinten reinfahren. Ist ja schlecht für beide. Ich krieg bloß keine Temperatur in meine Reifen, ey. Ja, meine auch, ja. Halt beim Restart dann vorsichtig sein, ne? Ja. Also schade, dass es keine Kamera auf dem Safety Car gibt, die nach hinten zeigt. Das wäre mal schön. Ich glaube, das fährt jetzt auch rein. Ja, genau. Und links steht es. Safety Car in this lap. Das fährt jetzt rein. Wegmert wird hier das Feld über die Linie ziehen. Ja, fährt dann nicht ganz schnell. Ein bisschen langsamer unterwegs, aber ne? Ist vielleicht seine Taktik. Und dann noch ein bisschen seine Reifen warm. Aber sobald er einmal schnell war, darf er nicht mal langsamer werden. So, und jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas, genau. Ist bereits an Best Vibe vorbei. Frank Driver ebenfalls. Ja, auf jeden Fall. Hey, umstellen auf Mischung 3 so bald wie möglich. Da schon wieder eine sehr schöne Startphase, auch nach dem Safety Car. Ähnlich wie in Russland, wo er dann am Ende auch noch Fahrer des Tages geworden ist. Und da fehlt gerade ein bisschen Zeit auf Cortega. 1,5 Sekunden sind schon. Oh, und da kommt er weit raus. Kam es. Dann holt mittlerweile auf seinen Teamkollegen. Vielleicht geht er auch auf die schnellste Runde. Aber die bringt in dieser Phase vom Rennen nicht wirklich was. Denn die Autos sind natürlich noch voll beladen mit Tank.
Leonardo ist an Fabretti vorbei. Der ist jetzt auf 7. DRS wurde aktiviert in der Runde. DRS ist jetzt aktiviert. Sich da wieder ein bisschen. Diesmal auf der linken Seite. Aber das ist ja auch eine Linkskurve. Da ist es eher unwahrscheinlich, dass er die rechte Seite blockiert. Dann holt sich hier die schnellste Runde. Also der will da auf jeden Fall an seinem Teamkollegen vorbei, hat auch DRS an und alles. Und holt auch immer mehr auf. Und Wegmatt, Kurve 1. Kommt ein bisschen zu weit raus und Teamkollege jetzt nur noch 2 Zehntel hinter ihm. Ah je, du bist ja da. Ja. Du warst gerade nur weg. Ja, was ist denn jetzt los? Ah ja. Mal gucken, ob er jetzt gleich ein ähnliches Manöver macht wie Fernando Alonso 2006 an Michael Schumacher. Oder außenrum, wenn er 130 R ist. Zu weit weg. Oh, da verbremsen sich beide vorne und rechts. Vier Zehntel nur noch, 3 Zehntel. Der ist an, 2 Zehntel. 1 Zehntel, jetzt geht er da innen rein in die Kurve. Sehr stark unterwegs, die beiden Alpha Tauris. Ja. Honda, natürlich bekannt aus Japan. Oh, vorne links verbremst. Sieht man auch die Bremse vorne links, die glüht. Sehr heiß. Dann verbremst sich auf der rechten Seite, vorne rechts. Die Kollege rückt wieder auf. Kann er jetzt in der DRS-Zone überholen? Ein Zehntel nur noch. Geht er in die Innenseite rein? Überholt er ihn? Jawohl, da hat er ihn. Durch Kurve 1.
Zeiten hat. 8 Zehntel sind schon, die er über den Typen fliegen, der fährt. Bremst. Langsamer. Da abschließen sich da schon die Reifen. Normalerweise nicht. Ich glaube eher die Softs. Die gehen da eher zuerst den Bach runter. Vor den Mediums würde natürlich Sinn machen. Die Mediums sind natürlich dafür da, dass sie mehr Leben in sich haben als die Softs. Da verhalten sie überhaupt ein bisschen länger. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Oh, Mercedes holt auf, gell? Okay. Aber nicht stressen. Irgendeiner macht schon einen Fehler. Wir nicht. Ja. Wir hoffen es, ne? Wir müssen drauf arbeiten, ne? Ja. Wir sind 3 Runden über dem Benzinplanziel. Verbrauch also mehr Sprit. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. So, Fliss holt jetzt immer noch auf und Luca Toni. Oh, da hat es beide ein bisschen kurz quer geschlagen. Nein. Das war jetzt gelb, das sieht für mich nach Westvibe aus. Ja, kam da zu weit raus, ist aufs Kies rauf und dann hat es ihn da umgehauen.
immer noch näher ran. Ist dann natürlich ein Windschatten, macht der Overtake an. Oh, versucht das außenrum. Oha. Geht da jetzt vorbei? Nee. Da sieht man, es fährt viel mehr Flügel. Kommt auf der Geraden einfach nicht hinterher. Selbst mit Overtake und Windschatten. Oh, da hat sich ein bisschen. Hat sich fast gedreht. Gerade, ne? Ach komm, Zeitstrafe. Ja, mein Kopf nicht hängen. Was muss ich dir dann zeigen? Also ich weiß es nicht, wo da jetzt eine Zeitstrafe war. Okay. Aber gut. Das wird so. Ist doch nicht zu wild. Versuchen es zu versuchen. Warte mal schnell. Bitte was? Da. Kein Problem, du bist doch sowieso nicht schneller. Bin ich der Einzige mit Zeitstrafe? Ja, ne? Aktuell scheinbar ja. Weißt du schon, wann du reinfährst? 21. Ja, ich wollte auch 21, dann fahre ich halt 20 oder so. Okay. Jo. Die beiden Alpha Tauris immer noch. Echt weit auseinander. 1,8 Sekunden sind es schon. Sehr schöner Fight von den beiden eben. Reingefahren. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell die Reifen hier abbauen.
Rufi dann runter wieder auf seinen Teamkollegen auf. Den Weg matt. Noch 1,2 Sekunden hinter ihm. Oh, und Fliss und Luca Toni haben sich berührt. Oh, Flag und Luca, das geht. Bitte was? Luca Toni hat einen Unfall. Ich weiß nicht, ob es da noch ein Gespräch gibt. So. Alles heil aus, oder? Na, vorne rechts ein bisschen, oder? Na, komm. Wir machen das echt gut weg, Mann. Weiter so. Ja, verschreit nicht, bitte. Weißt du, ich bin der Abergläubisch, weißt du schon. Aber bisher läuft's nicht so scheiße, ja. Einzig mal Zeitstrafe und schon wieder eine Verwarnung. Das ist bisher eigentlich. Aber klar, ja. Aber da macht er mal nichts draus. Wir haben Sprit übrig. Du kannst mit Mischung 3 fahren, wenn du es brauchst. Mischung 3. So, fahren der Runde rein, gell? Ja. Fahr jetzt raus! Ja, aber nicht so schnell, der Stopp. Ja, da fahren Luca Toni und Black vorbei. Funk Driver auch. Das ist jetzt auf 6, 6. Platz, ob die vor ihm müssen oder noch in die Box. Vorsicht nach dem Stopp, gell? Die Reifen sind erstmal Arschscheiße. Okay. Dass du das Ganze gehst, ne, und dann... Ja, ja. Dankeschön. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Diese Disziplinieren heute keine Zeitstrafe. Oh, sieh. doch, hinten der Cortega und der Leonardo. Ah ja, okay. Ja.
Sigmas auch in der Box. Geht auf die Mediums, fährt unten durch bis zum Ende. Mediums haben jetzt einen starken Vorteil. So, da geht ein Splack jetzt vorbei. Ja, zieht er rechts rüber, geht in rein in Kurve 1 und ist vorbei. Also, da ist er. Vorbei. Beiden einfach Tauris, die kann man auch nicht voneinander trennen. Die hängen immer noch ganz nah aneinander. Aber war auch zu erwarten, die sind beide in der Runde nacheinander in die Box gefahren, haben sich neue Reifen geholt. Außenrum. Overtake am DRS dann wahrscheinlich Benzingemisch auf Fett. Der jetzt außenrum. Das ist ein sehr starkes Manöver. Und der immer noch dicht aneinander. 3 Zehntel sind's. Zwei McLaren vor uns, oder? Ne, ein McLaren und Luca Toni. Ich glaube. Dann wird er auch gleich DRS haben, hat der Startziel. Gucken, ob er sich da den dritten Platz, den zweiten Platz zurückholen kann. Hatte schon ein bisschen Reifenprobleme. Den kann man auch bald erwarten an der Box. Wir müssen zu weit weg, um da den Luca Toni zu überholen.
Oh, da geht er hin rein. Boah. Da hätte es fast geknallt. Das ist Black noch recht gut ausgewichen. Das hätte anders aussehen können. Und Patroni kam dann ein bisschen zu weit raus links, auf der linken Seite. Und kam dann echt steil, spitz nach rechts in die Kurve zurück. Ja. Wegmann, der ist jetzt 6 Zehntel hinter ihm, hat jetzt DRS. Hat ein bisschen Zeit verloren gerade wieder, aber macht an. Geht aber nicht vorbei. Frankfurt Driver fährt da die letzte Runde mit den Mediums. 1,32,5. Ich werde auch gleich an Luca Toni vorbeiholen. Der hatte da wirklich eine sehr schlechte Schikane. Das Black macht DRS auf und ist davor Luca Toni. Reingefahren, Luca Toni. Ah, Leute, da vorne. Auch mit so hohen, auch mit so einem hohen Reifen hatten. Und dann natürlich noch ein anderes Fahrzeug vor einem. Das ist dann nicht so easy. So, das wird jetzt interessant. Wir sind jetzt Viererkampf um Platz 2. Deswegen wurde Hof wieder noch ein bisschen weiter abgeschlagen, aber die holen dann langsam aber sicher auf. Oh, da ist jemand durchs Kies gefahren, das war Wigmatt. Oder Luca Toni, ich weiß nicht ganz. Hä? Jo. Wir wären ja eigentlich auch wesentlich schneller wie die. Ja, ja. Deswegen meine ich ja, scheiße. Riskier nix. Wir müssen noch rein. Ja, bloß die kosten halt Zeit. Das ist halt das Problem. Ich kann aber nicht aufholen, weil Luca Toni natürlich auch DRS anhat. Bisschen zu spät gebremst in der Kurve. Ja gut, aber jetzt irgendwann müssen wir vorbei, ne? Ja, die werden doch bald mal in die Box fahren. Ja, wann?
Ja, das ist fest, dass sie 20 Minuten machen. Das heißt, sie werden jetzt bald reinfahren, die nächsten 3-4 Runden. Lockies verliert immer mehr Zeit aufs Black und der Wegmatt schließt sich da immer mehr an den Fight da vorne. Oh, er hat DRS, okay. So, Wegmann holt da auf. Immer mehr. Geht in rein. Nee, lässt er lieber, okay. Der hätte ihn böse abgeräumt. Also, hätte bestimmt so ausgesehen wie Alain Prost und Ayrton Senna. 1990. Benzin übrig und können den Motor auf Mischung 3 einstellen, wenn du sie brauchst. Nimm die fette Benzinmischung. Jetzt die ganze Runde 33 reinfahren. Aber die Reifen waren halt auch nicht neu. Ja, das ist ja das. Wir haben uns halt gerade auf. Okay, das Black ist schon mal weg. Der kostet uns pro Runde fast eine Sekunde. Also jetzt, wenn er nicht reinfährt, ist er selber schuld, weil jetzt fängt es auch bei ihm an, Zeit zu kosten, ne? Ja. Ich bin halt jetzt auch nicht vorbei jetzt, ne? Freilich nicht. Yes. Auf geht's. Oh, Luca Toni holt sich dann direkt auf einen Flügel. Also hatte er wohl Schaden. Thank you.
Vorsicht, in der Kurve wirst du irgendwann leicht über Mediums. In der schnellen Links, gell? Ich sag's dir bloß. So ist mein Tipp. Oh, und Speck holt sich da 3 Sekunden. So, jetzt halt bin ich wieder da. Jo, hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee. Ich sag in der schnellen Links auf der langen Geraden musst du aufpassen, du wirst mit dem Video zu irgendwann leicht, damit ihr dein Video zu. Okay. Welche schnellen Links? Ich sag's dir. Wenn wir da so. Gelb. Oh, und Splack hat's gedreht. Genau an derselben Stelle, wo sich auch bereits Pizza gedreht hat. Der, die da unten jetzt kommt. Ah, okay. Ja, dass du irgendwann damit abfliegst. Ja. Oh, und da dreht's ihn weg. Ist nicht in die Mauer gekommen. Oh, und kommt da eine Kamiotin drauf an. Das hätte böse enden können mit dem Fliss. Aber war alles tipptopp. Abgesehen davon, dass Ortega sich da ein bisschen gedreht hat. Passt. Konzentriert bleiben, gell? Sagst du, ja. Nee, danke, das ist gut so, das passt. Jetzt ist so ein bisschen die Phase, wo du so in den Tunnel kommst, weil es ja prinzipiell gut ist, aber wo sich halt dann auch Fehler einschleichen. Ja, richtig. Wie zum Beispiel überholen, vergessen auszuschalten. Ja, per IRS. Zum Beispiel. Das sind halt lauter so Kleinigkeiten dann. Ja, genau.
über Thomas Kotega für den vierten Platz. Haki da innen rein. Ja. Sehr schön gemacht. Dann kommt ein bisschen weit raus, aber passt Platte vor ihm. Von ihm. So, sehe gerade der Mercedes von Cupretti in der Box. Da sehe ich die Softs. Ja. Gesehen, Wegmar, der macht da Overtake an. Der will natürlich Zeit zu seinem Teamkollegen aufbauen. Und der holt auch weiterhin auf. Währenddessen verbremsen sich beide wieder in die Schikane vorne rechts. Bremsen sich jemand, das steht jetzt gerade vorne rechts. Das ist ihnen jetzt schon öfters passiert. So wie es bisher aussieht, haben wir hier drei Honda-Motoren auf dem Podium. Versucht das jetzt schon in der Hardline-Kurve? Nee. Lässt er lieber. Mit eh nix. Okay. Der hat einen kleinen Fehler gemacht. Das holt er auch auf Cortega. Ja, geht er noch nicht in rein. War doch zu weit der Abstand, zu groß.
für Suzuka. Ist nicht so einfach, an jemand vorbeizufahren. Außer vielleicht Startziel. Und außenrum vorbei, ja. Sehr gut gemacht. Hast du überhaupt jetzt schon mal Verwarnung oder irgend sowas in der Art? Eine Verwarnung habe ich, ja. Mein Gott, na. Das ist schon mal ein wenig jetzt durch die Zeitstrom. Schall auf! Und so bin ich der Kascho. Eins ist gelb, das müsste der Ferrari von Mock sein, hat sich der gedreht. Oh, der Westwolf kommt immer näher ran. Aber kommt da nicht vorbei. Aber nicht mehr ganz nah ran an seinen Teamkollegen. Das zieht sich gerade schon wieder zu auf der Strecke, vom Wetter her. Na, mal schauen, vielleicht gibt es zum Ende hin nochmal Regen. Würde auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stückchen interessanter machen. Leonardo hat er jetzt gerade den Weg mal vorbeigelassen. Wir finden, dass er noch ein bisschen weit entfernt kommt. Aber rückt da immer einer auf. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde.
ich liebe ja Level Up, ne? Ich liebe ja. Aber meine Blase bringt mich gerade um, ne? Fertig. Eieiei. Ha? Fertig. Eieiei. Ein wenig verhaspelt. Ich ja. Was denkst du? Voll weit rausgekommen, ey. Ja, ich war zu langsam. Irgendwann lass die Konzentration nicht nachlassen. Nee, alles gut. Schauen wir, wie weit man den gleich vorbeilässt. Um ihn dann fahren zu lassen. Weil er hat ja seine 3 Sekunden und er will ihn bestimmt nicht aufhalten. Sehen, im ja, Weg stand. Ja. Ja, ja. Die Strecke wird natürlich gerade nicht besser, ne? Ja klar, und die reichen halt auch nicht. Ja. Reicht auch. Weil das ist so, ist voll windig irgendwie jetzt, ne? Ja, halt. Bis so die Trümmer rumfliegen, ja, ja. Das auch. Aber es ist kein Regen zu erwarten, haben sie gesagt.
Schönheit. Schönheit. Du hast doch zu viel Abstand wieder geworden. Der ist mit dann auch nicht ran. Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Alter, mir ist gerade voll der Star entgegengekommen. Echt? Also in deinem Wohnzimmer. Richtig fett. Schmeißt du hier mit Star rum. Ja, aber bei mir schon die ganze Zeit, wo irgendwelche so kleine Truppe da rumfliegen. Ja, ne? Ja. Krass. Ja.
konzentrieren. Nein, den mache ich schon. Ich komme halt einfach bis heute mal auf die Bremse jetzt. Alles gut. Ja, ja, ich sorge mich ja nur um dich. Will du es ja das raus? Ja, ja, ich bin schon konzentriert, kannst du klar. Ich trinke keinen Cocktail nebenbei. Wobei, wäre eigentlich vielleicht gar nicht mehr so scheiße. Was? So Bloody Mary oder irgend sowas. So ein Cocktail nebenbei trinken. So. Ich hab ihn einfach nur verbremst, ich hab das weiß ich, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, ich hab ja nicht gewusst, ich meine, um Gottes Willen, gell, nicht falsch verstehen. Ich bin einfach nur unten, habe ich mich verbremst, bin einfach viel zu spät auf die Bremse gegangen. Ja, das war kaum ein wenig weit aus. Also es sieht auf jeden Fall nach einem ganz entspannten Doppelsieg für Alpha Tauri aus, für Alpha Tauri Honda. Japan. So wie es aussieht, haben wir drei Honda-Motoren in Japan auf dem Podium mit Frankfurt Driver. Driver wird ganz schön auf der Kamerad. Ja, aber um den wollen wir keine Sorgen machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will es glaube ich auch echt nicht wissen, weil sonst lasse ich mich. Wenn es viel ist, dann denke ich, dann fühlen sie sich automatisch gleich scheiße an. Echt? Ja. Bei mir geht es eigentlich erstaunlicherweise. Also das ist halt das, was ich gemahnt habe. Ne? Also für 42%, das fühlt sich nicht so an. Ja, die fahren halt recht konstant, ne? Ja. Halte ich dich recht auf oder? Überhaupt nicht. Passt. Alles gut. Sonst hätte ich die vorbeigelassen, ne? Weil theoretisch mein erster Platz ist sowieso gelaufen. Nee, alles gut. Okay. Wir fahren das Ding jetzt so heim. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, ich weiß, das ist Kier. Nee, nein. Nein. Nicht raus, ne? Nein, für mich ist Kier. Wenn es will. Wieder was? Wieder einen Punkt? Hä? Nee, wieder einen Punkt. Wieder der Fastlip oder was? Nee, das ist ja stimmt, ja. Das wird eng. Du kannst frei. Ich sage 3 Sekunden. Ich will dich nicht davon abhalten, wenn du es willst, aber ich würde es auf gar keinen Fall machen. Das schaffe ich nicht. In 2 Runden. Das ist. Wie ich schon vorausgesehen habe, konnte Wegmann die 3 Sekunden nicht rausfahren von seinem Teamkollegen. Und wird dementsprechend hinter ihm landen. Es sei denn, Obi, dann muss ich natürlich nochmal 3 Sekunden. Kann passieren.
Wäre aber, glaube ich, unglücklich für ihn. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Der Hofe, der gewinnt wohl das Rennen. Voraussichtlich. Nochmal an die Zuschauer, wer ist eurer Meinung nach Fahrer des Tages? Yes! Alter! Alter! Yes! Saugeil! Glückwunsch! Mega! Clap, High Five! Alter! Mega, ey! Yes! Leck mich am Arsch! Alter! Yes! Jawoll! Sauber! Alter! Sauber! Sehr geil! Ah! Ah! Herrlich! Mega! Ja, liebe Streaming-Freunde, ja, wir machen Feierabend für euch! Mein erstes Podium, ich hoffe dann sein zweites, hoffe dann sein erster Platz, genau. Ja, bei mir war das erste Mal auf dem Podium. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Glocke klingeln, ich bin ganz außer Atem jetzt. Glocke klingeln, damit er auf dem neuesten Stand bleibt. Und wäre natürlich schön, wenn uns abonniert. Und ja, dann wünschen wir euch einen mega geilen Sonntagabend. Ich hab den Rufi dann auch wahrscheinlich. Ja, genau. Wir werden ein wenig feiern, ein Sekt da aufmachen und dann trinken wir vielleicht, wenn der wollt, Ahn auf uns. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Da sind nochmal die drei laut auf die Podium. Rufi, den gewinnt das Rennen. Auf dem zweiten Platz sein Teamkollege Wegmatt, der das Rennen angeführt hat, leider 3 Sekunden geholt. Ich konnte sie dann nicht mehr ausfahren. Und auf dem dritten Platz Frankfurt Driver. Im Red Bull. Sehr, sehr stark gefahren von den dreien.